Zeit, die Kerzen auszupusten. Denk dran, dir etwas zu wünschen, Schatz. Das ist mein Junge. Sehr gut. Glückwunsch zum Geburtstag, Junge. Hast du das gesehen, Dad? Mann, werden die schnell groß. Ich wette, du erinnerst dich an meinen 6. Geburtstag, als wär's gestern. Mary, kannst du bitte aufräumen? Lucius kann dir mit dem Geschirr helfen. Er darf heute länger aufbleiben und mit seinen neuen Sachen spielen. Aber nicht länger als 10. Ja, Ma'am. Fast 10 Uhr. Mach dich bettfertig. Hallo, lass mich jemand raus. Hilfe! Ich habe das Puzzle zusammengesetzt. Alles fing damals an mit der Geburt eines kleinen Kindes.
Dante Manor war ein Ort voller Dunkelheit. Einiges kam zutage und anderes blieb verborgen. Ich wollte helfen. Hätte mich aber nicht so hineinziehen lassen dürfen. Doch wie die Dinge sich entwickeln, wenn wir erst einmal Teil des Geschehens sind, ich kann nicht alles erklären. Für meinen Teil lehne ich die Verantwortung ab. Aber es ist da. Das Zeichen. Ein Zeichen, das ich hätte bemerken müssen. An seiner Quelle. Im Mittelpunkt von allem stand der Junge. Lucius, da bist du ja. Und hier bin ich. Endlich. Von Angesicht zu Angesicht. Es ist in Ordnung, du kannst mir trauen. Du weißt, wer ich bin, oder? Ich möchte mit dir über deine Berufung sprechen, mein Junge. Jedes Opfer, das du mir bringst, macht dich größer und stärker. Es ist einfach, Lucius. Du kannst deine Zukunft beeinflussen. Und ein Herr über alles werden. Aber so viel zu tun, so viel liegt vor dir. Ich habe ein paar Sachen für mein Geburtstagskind. Dort auf dem Tisch. Du wirst dieses Notizbuch brauchen. Es wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Ausgezeichnet. Und sieh nur, eine Taschenlampe. Sie wird dir helfen, nachts den Weg zu finden. Nur zu. Nimm deine neuen Spielsachen und probier sie aus. So ein schlauer Junge. Lucius, du musst jetzt eine Kleinigkeit erledigen. Es ist wichtig, dass du nicht erwischt wirst. In der Küche ist das Schloss noch an der Kühlraumtür. Du musst das Vorhängeschloss holen, Lucius, und es verstecken, sodass niemand es findet. Andernfalls wirst du entdeckt. Und glaube mir, du willst nicht, dass das passiert. Geh jetzt, hol das Vorhängeschloss, bevor die Erwachsenen aufwachen.
Detective McGuffin, was haben wir hier? Sieht nach Herzinfarkt aus, Sir. Die Frau ist im Kühlraum zusammengebrochen. Grund ist wahrscheinlich der plötzliche Temperaturwechsel. Sie war Mitte 50. Typisch für Frauen ihres Alters. Haben Sie mit dem Hausbesitzer gesprochen? Nein, Sir. Sie erwarten Sie in der Küche. Wie kann so etwas geschehen, Detective? War das irgend so ein Anfall? Wir schauen's uns an. Aber es sieht aus wie ein Unglück. Bleiben Sie von der Küche fern. Das Personal soll uns nicht beim Aufräumen stören. Entspannen Sie sich. Lassen Sie wieder Alltag einkehren. Danke, Detective. Wir geben unser Bestes. Hi, Jean. Gott sei Dank bist du hier. Es ist ein Chaos. Das könnte in einem Wahljahr wirklich negative Auswirkungen haben. Das ist Privatsache und ein unglücklicher Unfall. Die Presse hält sich da raus. Dafür habe ich gesorgt. Ich konnte immer auf dich zählen, Jean. Fühl dich wie zu Hause. Ich muss noch was klären. Klingel nach Alistair, wenn du was brauchst. Lass dir Zeit dabei. Kannst du nicht sehen, dass ich hier eine heikle Arbeit zu tun habe? Geh doch nach unten und sieh fern oder so. Ach, da bist du ja, Lucius. Lass dich ansehen. Ich glaube, du bist gewachsen, seit ich dich das letzte Mal sah. Wie geht's in der Schule?
Keine Sorge, Lucius. Mary ist jetzt an einem besseren Ort. Zusammen mit ihrem Mann. Nur weiter. Ich habe nicht einmal zugesehen. Hör auf, herumzuschleichen, Lucius. Du machst mich nervös. Ups. Nun, Unfälle passieren nun mal. Ich denke, das ist in Ordnung. Ups. Nun, Unfälle passieren nun mal. Ich denke, das ist in Ordnung. Ups. Nun, Unfälle passieren nun mal. Ich denke, das ist in Ordnung. Ups. Nun, Unfälle passieren nun mal. Ich denke, das ist in Ordnung. Ups. Nun, Unfälle passieren nun mal. Ich denke, das ist in Ordnung. Ach, da bist du ja, Lucius. Lass dich ansehen. Ich glaube, du bist gewachsen, seit ich dich das letzte Mal sah. Wie geht's in der Schule? Hör auf, herumzuschleichen, Lucius. Du machst mich nervös. Hast du meine Streichhölzer gesehen? Einen Schraubendreher leihen und das reparieren. Dieser Säufer macht das sicher nicht selbst. Thank you.
Was braucht dein Vater so lange? Ich muss neue Streichhölzer finden. Ich kann ja nicht immer an den Ofen ran, wenn ich Feuer brauche. Was soll ich sagen, Mr. Wagner? Das ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ziemlich unheimlich. Gene war mein Wahlkampfleiter. Seit vielen Jahren ein Freund der Familie. Was soll ich nur ohne ihn machen? Das muss für Sie eine schwere Zeit sein. Aber wir müssen hier eine Untersuchung durchführen. Ich muss mit Ihrem Handwerker über das Gasleck reden. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich hatte so ein Gefühl, dass in diesem Haus etwas Seltsames vorging. Ich konnte das Puzzle noch nicht zusammenfügen, also zog ich mich für eine Weile zurück und ließ es gären. Nach ein paar Wochen kam der Anruf. Als die Dinge sich normalisierten, gab es in dem gottverlassenen Haus einen weiteren Unfall. Es geschah an einem regnerischen Tag. Ich glaube, einem Dienstag. Der Hausmeister, ein ziemlicher Trinker, führte eine Reparatur in einem Badezimmer im unteren Westflügel aus. Hallo, Lucius. Da sind wir wieder. Das hast du sehr gut gemacht, nicht wahr? Meine Güte, du machst mich stolz. Aber ich muss dir ein paar mehr, sagen wir, subtilere Künste beibringen, die du einsetzen kannst. Trainiere deinen Geist, um Objekte nach deinem Willen zu bewegen. Hier, lass mich dir zeigen, wie. Ausgezeichnet. Sehr gut. Ausgezeichnet. Sehr gut. Jetzt weißt du, was du machen musst, mein Sohn. Du musst deine Mission fortführen und mir Segen bringen. Sei vorsichtig, aber hab keine Gnade.